Ja, grüßt euch Leute, Markus mein Name, ihr seid auf dem Channel von How to Bitcoin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Video und zwar zu dem Thema, ja, wie ich mich auf das Mining Rig vorbereitet habe, was ich dafür Kalkulationen angestellt habe und was man für Vorbereitungen treffen muss. Darum geht es heute in diesem Video und steigen wir auch direkt ein. Was ihr hier sehen könnt, ich habe diesmal auch mal die Links da gelassen, damit ihr das selber nachvollziehen könnt, ist die Seite von whattomine.com. Da könnt ihr euch ausrechnen, was ihr theoretisch jeden Tag, wenn ihr meinen würdet, an Geld bekommen würdet. Und abzüglich natürlich der Stromkosten für euch. Das ist erstmal ja, die Grundlage, die ihr euch setzen müsst. Ihr müsst zum einen erstmal bedenken, wie viele Grafikkarten wollt ihr erstmal haben und dann natürlich noch was für welche. Und wenn ihr auf eines meiner Videos guckt, beispielsweise hier, könnt ihr in der Beschreibung dann auch immer sehen, was ich da gerade an Empfehlungen herausgebe. Also wirklich die Liste habe ich mehrmals überprüft, ist meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach die beste. In Deutschland zumindest, in anderen Ländern kann ich das jetzt nicht sagen. Und meiner Meinung nach ist im Moment die GTX 1060 oder die GTX 1070 am profitabelsten von allen, die es hier gibt, liegt halt einfach daran, das könnt ihr auch gerne bei Amazon nachvollziehen, dass die Radeon-Grafikkarten, die 470, 480, 570 und 580 einfach gerade nicht verfügbar sind oder mega überteuert sind. Also ihr würdet für eine 480, ich glaube 400 Euro bezahlen und eine 1070 kostet 450 und ist aber schon effektiver und hat schon ein bisschen mehr Hashrate. Ja, das müsst ihr euch erstmal überlegen. Bei der Zusammenstellung, also erstmal wie viel und ja, welche Marke und welcher Typ. Da hättet ihr erstmal die Grafikkarte. Dann müsst ihr euch noch überlegen, was habt ihr für ein Mainboard, welches würdet ihr benutzen. Da habe ich jetzt erstmal das hier rausgesucht. Lasst euch nicht von diesen zwei Kundenrezensionen jetzt verunsichern. Das ist ein super Board. Und zwar ist es hier nämlich unglaublich wichtig. Kann man das hier ranzoomen? Sehr schön. Hier, was ihr hier sehen könnt, ist, dass ihr hier für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grafikkarten auf nur einem Mainboard Platz hättet. Und da, wenn ihr auch jetzt gerade nicht so viel Geld in der Tasche habt, einfach nach und nach aufrüsten könntet, wenn ihr wolltet. Und der Preis ist auch vollkommen okay für dieses Mainboard. Also das ist mit eines der Empfehlungen, was auch die meisten meiner benutzen. Gehen wir auch direkt weiter. Was ist noch wichtig? Genau, dann müsst ihr natürlich prüfen, wie ist die Kompatibilität von Mainboard und CPU. Und da geht ihr einfach, müsst ihr mal gucken, genau, hier müsst ihr einfach gucken, was das für ein Sockel ist. Hier in diesem Fall wäre das der 1150, der kommt dann natürlich hier hin. Und hier müsst ihr dann gucken, was ist für diesen Sockel die wirklich günstigste Prozessor, weil es ist so, dass beim Minen wirklich der Prozessor nur für ein Standby gebraucht wird. Der wird dann halt auf 20, 30% dauerhaft laufen, mehr nicht. Und deswegen reicht halt auch ein ganz einfacher Prozessor aus. Den ich euch verlinkt habe, den Prozessor, das ist ein G1840. Der ist gerade nicht verfügbar bei Amazon, aber bei anderen Anbietern und müsste so zwischen 40 und 45 Euro kosten. Da hättet ihr das auch. RAM muss ich nicht viel dazu sagen, ist einfach ganz gewöhnlicher 4 GB RAM-Riegel. SSD auch, muss ich nicht viel dazu sagen, braucht halt eine SSD, damit halt das System schnell hochfährt und ihr nicht so viel Zeit verschwendet. Wie ihr Windows installiert, muss ich euch, hoffe ich, nicht erklären, weil das wäre dann auch noch eine Grundlage. Alternativ wäre natürlich auch Linux zu empfehlen, wenn ihr damit umgehen könnt natürlich. Und jetzt das nächste wichtige Teil wäre dann das Netzteil. So, und zwar müsst ihr euch ungefähr ausrechnen, ja, das ist schon ein ganz gutes, also Seasonic, Corsair beispielsweise, was habe ich hier, EVGA, sind immer so diese Premium-Anbieter. Und wirklich beim Netzteil solltet ihr wirklich nicht sparen, weil das mit am wichtigsten ist. Liegt halt einfach daran, wenn ihr das wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen lasst, müsst ihr ja wirklich ein zuverlässiges Netzteil haben und nicht irgendein Billiganbieter aus China, der dann, keine Ahnung, nach 3 Stunden abbrennt oder sowas. Es geht ja auch um eure Sicherheit, deswegen nehmt wirklich einen, der sehr, sehr zuverlässig ist von den Anbietern. Seasonic wäre in diesem Fall
eine Empfehlung von mir. Ich selber habe EVGA gewählt, lag halt einfach daran, dass der Saison zu dem Teil gerade keine Verfügbarkeiten hatte. Jetzt ist es mittlerweile schon eher verfügbar, aber bei mir stand ja da überhaupt nicht verfügbar damals. So viel dazu. Und ja, dann hättet ihr das auch schon, die PCI Express Riser habe ich dann in meinen Videos natürlich schon erklärt, wie die funktionieren, wie ihr die benutzt. Und dann hättet ihr erstmal so die Grundlage. Ja. Gehen wir mal zurück zu whatsomine.com. So könnt ihr denn jetzt auch die Hashrate, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, 1460 anklickt, wird ihr automatisch ermittelt, wie viel ihr ungefähr bekommen würdet für jeden Algorithmus. Also Etherhash ist für Ethereum, Equihash ist beispielsweise für Zcash und auch die dazugehörige Wattzahl. Hier müsst ihr allerdings beachten, dass diese Wattzahl, ich finde die schon ziemlich hoch, unter Volllast müsste das sogar sein. Ich guck mal, wie es bei der 1070 aussieht. Ja, dass die unter Volllast laufen. Ja, also wenn ihr meinen möchtet, müsst ihr auch bedenken, ihr werdet natürlich nicht unter Volllast die Grafikkarten laufen lassen, sondern nur so zwischen ja, 60 und 75% liegt einfach daran, dass dann die Effizienz dann gesteigert wird und quasi die Hashrate pro Watt viel höher ist als bei 100%, ist ja auch klar. So viel dazu. Und ja, hier könnt ihr dann, ich gebe jetzt einfach mal 6 ein von den 1060. Da habt ihr hier 540 Watt bei Volllast und würdet 135 Megahash pro Sekunde machen. Und hier müsst ihr dann noch bedenken, eventuell braucht ihr bei 6 Grafikkarten ein zweites Netzteil, weil ihr auch das Netzteil nicht zu sehr belasten sollt. Oder nehmt ein großes, was so 1000-1100 Watt hat. Dann braucht ihr natürlich nur eins, aber zum Beispiel, wenn ihr nur eins nehmt für 750 Watt, wird es schon ein bisschen eng. Auch das Netzteil solltet ihr natürlich nicht die ganze Zeit bei 100% laufen lassen. So, und dann gehen wir hier ein bisschen runter und würden sehen, wie die ungefähre Hashrate, wie viel Geld die machen würde. Nee, hier ist ein bisschen wenig. Ich werde jetzt erstmal mit 0 rechnen, das heißt also, wir bezahlen gar keinen Strom, damit wir erstmal den Bruttowert haben. So, und da würdet ihr hier sehen, ihr würdet für Ethereum immer 7,36 $ machen pro Tag. Ich muss dazu sagen, dass ja, der Profit gerade sehr, sehr niedrig ist, also locker 20-30% im Vergleich zur letzten Woche. Liegt einfach daran, wegen dem China-Crash, wegen dem Verbot der ICOs in China und dass es halt immer noch keine bestätigten News gibt, ob jetzt wirklich die ganzen Kryptobörsen in China verboten werden oder nicht. Ich habe ja, glaube ich, gestern oder vorgestern ein Video darüber gemacht, einfach mal anschauen dazu. Und ja, und Ethereum wird immer als Grundlage dienen. Das heißt, man hat also Ethereum hier, was 100% darstellt und dann gibt es halt andere Kryptowährungen, die entweder outperformen oder underperformen. Das wäre hier zum Beispiel Ethereum Classic oder Zcash würde halt ein bisschen underperformen, mit 6% weniger machen. Oder hier Ethereum Classic würde 3% weniger machen. Ne? Und Expanse hat auch den Ethash-Algorithmus, würde 6% mehr machen zurzeit. Aber das, wie gesagt, Kryptowährungen schwanken von Zeit zu Zeit. Das kann wirklich täglich wechseln. Und tut es auch. Ja, soviel erstmal dazu. Zu den Kosten natürlich muss man sagen, ihr werdet natürlich gar nichts bezahlen. Es sei denn, ihr habt halt irgendwo eine Stelle, wo euch wirklich Strom kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sei es im Mietvertrag oder bei euch auf Arbeit, je nachdem. Ansonsten hat man halt zwischen 25 und 30% Cent pro Kilowattstunde Kosten, dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Das möchte ich euch auch jetzt nicht vorenthalten. So, und hier werdet ihr halt von den 7,38 gerade nur 4,14 € bekommen. Das heißt also, wir können das direkt mal nachrechnen, wie viel Prozent davon drauf gehen. Hier kann man 1,4 mal durch 7,38.
Ja, also ihr würdet einen Reingewinn von nur 56% haben zurzeit. Ja, das heißt, 45% werden hier bei 25 Cent pro Kilowattstunde schon nur für den Strom drauf gehen. Das müsst ihr halt immer beachten. Deswegen ist es in Deutschland auch relativ unrentabel, zu meinen, sobald ihr halt wirklich Stromkosten bezahlt und ihr bezahlt keinen Industriestrom, sondern wirklich euren Hausstrom, der halt wirklich deutlich teurer ist als der Industriestrom. So, deswegen empfehle ich auch beispielsweise immer relativ oft das Cloud Mining, weil halt da die Kosten für Strom halt gar nicht anfallen, dass der Vertrag dafür ein bisschen teurer ist, ein bisschen unrentabler, aber sonst halt wirklich alles entfällt. So, das soll es erstmal dazu gewesen sein, wie meine Vorbereitungen waren. Wie gesagt, ich werde euch auch wieder in der Beschreibung die ganzen Links dalassen. Da könnt ihr auch selber mal das nachvollziehen und euch so einen groben Kostenüberblick schaffen, wie viel ihr letztendlich bezahlen, nach wie vielen Tagen ihr Profit machen würdet. Und das soll es jetzt dann auch erstmal gewesen sein zu diesem Video. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Man sieht sich. Bis zum nächsten Video.